Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Hearthstone-Folge Eiskrone. Ich bin gespannt. Ich habe mir mal so ein Deck hier zusammengebastelt. Ich zeige das mal kurz. So ein bisschen random Deck, so ein Probedeck. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Also so ein Token-Evolutions-Deck. Keine Ahnung. Ich will mir mal den ersten Boss mal angucken. Und so ein bisschen mit Freeze mit drin. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich gucke mir mal den ersten Boss im Solo-Abenteuer Ritter des Frostthrons an. Prolog. Eine schicksalhafte Begegnung. Er darf sich immer ein 2-2er Ghoul herbeirufen. Kostet aber halt auch 2 Mana. Deswegen, ja, gucken wir mal, ne? Wir kriegen ein Pack, wenn wir gewinnen. Und wir werden sehen, ob wir gewinnen. Der Jäger Lichtkönig. gegen die Kälte aus dem Norden, der Lichtkönig. Ich glaube, er antwortet, ne, wenn ich hier das probiere. Ihr habt es so Gut, dass gebaut. ich mir ein Deck zusammengestellt habe. Eure Karten Stimmt. bedacht, denn es sind eure letzten. Starten mit 0. Ach, come on. Das für ein Start. Och. Meine Karten sind einfach unschlagbar. Ich kann nicht quatschen. Das kann ich nicht tun. Doch, jetzt. Fantastisch. Euer Winseln um Gnade ist geheuchelt. Hallo. Euer Winseln um Gnade ist geheuchelt. Macht doch. Macht eurem Zug ein Ende, damit ich euch ein Ende machen kann. Ja. Moinsen. So beginnt man ein Spiel. Dabei ist das nicht mal mein Aggro-Deck. Wir haben es bald geschafft. Wie geht es voran? Gut? Nee. Seht meine Macht. Achso, das hat hier gerade, weil ich schon gezogen habe und schon gesagt habe, ich bin am Ende. Niemand. So, und wer kommt da gleich? Euch retten. Der ist free, ja. Meine Macht ist grenzenlos. Gonji verliert in Turn 3, das kann passieren. 4 Leben. Ich. Wird ich vermute mal. Wartet stand, Champion! Die Geschichte ist immer so. Habt Vertrauen. Die Vorsehung wird euch in Zeiten der Not zur Hilfe kommen. Okay. Bin mal gespannt, was passiert. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ja. Auch ihr werdet dienen. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem genau so beginnt. Und wir eigentlich verloren haben. Das war's. Das war's. Champion, wir sind so gut wie bereit. Oh, come on. Nee, 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 nee. Erhebt euch von den Toten, Magierin. Eure Arbeit ist noch nicht getan. Das habe ich mir gedacht. Schließt euch mir an. Die Lebenden werden zittern und die Toten gehorchen. Cool gemacht, die Einführung. Hier vor. Was ist aus euch geworden? Champion, schaff dieses Gesindel hier fort. Cool. Der geliebte Drache ist zurück. Die Stimmen der Toten. Sucht einen Stunden, ruft ein Wasselemetal herbei, wenn dabei der Diener stimmt. Ach, das ist schon der richtige, den man bekommen kann. Den wir ja auch schon im Deck haben. In unserem, ja, Board Deck, meine ich, haben. Also schon gezogen haben. Ihr steht die Jaina. Den fähigsten Abenteurern von Azeroth gegenüber. Ja, zieh. Achso, kann er. Weg da. Dieser Diener verursacht keinen Schaden, wenn er angreift.
Sehr witzig. Der verteidigt also nur. Vernichtet einen Diener. Euer Held erleidet Schaden, der dessen Leben entspricht. Okay. Sind drei. Das nervt ja. Aber was macht er dann? Dieser Diener verursacht keinen Schaden, wenn er angreift. Ja, dann lasse ich den. Ignoriere ich den erstmal. Glaube ich. In der nächsten Runde kriegen wir dafür ein Wasserelementar. Amateurtank. Eure Helmfähigkeit verursacht einen Schaden mehr. Ja, unglücklicherweise wird er uns aber wahrscheinlich killen. Zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Bei der Runde musst du dich auch noch nicht anstrengen. Ja, okay. Ja, ich guck trotzdem mal. Sehr coole Karte. Spiele ich den? Ging halt nicht down, ne? In der nächsten Runde können wir den ganz gut kombiniert spielen. Machen wir mal. Wartet! Muss man für diesen Solo-Modus irgendwas bezahlen, um ihn zu spielen zu können? Oder ist der free to play? Der ist free. Er ist zum Glück free to play. Erhaltet jedes Mal eine Münze auf die Hand, wenn dieser Diene angreift. Ja, okay. Fügt einem Feind 5 Schaden zu oder stellt bei eurem befreundeten Charakter 5 Liebe. Okay. Er wird den jetzt angreifen. Warte noch so ein bisschen auf Zauber, damit ich ihn noch ein bisschen pimpen kann. Kann ich angreifen? Okay. Hafka. Hafkala. Sehr nice. Okay, wir behalten weiterhin 2 Schaden. Nehmen den weg. Heilen müssen wir nix. Das müssen wir auch nicht, also weiter. Und du hast mir den Code schon gesendet? Jo. Um 18:01 Uhr. Ich werde bald ein paar bessere. Gibt diesen Diener am Ende, aber jetzt ist eine Chance. Hä? Das ist ja. Also es scheint wirklich so ziemlich egal zu sein, was ich spiele, gefühlt. Bleibt euren Diener in 2-2 und kann nicht als Ziel von Zaubern und Heldenfähigkeiten gewinnen. Holy? Ich glaube, es ist fast egal, was ich spiele, ne? Das war's. Melde dich zum Dienst. Ich glaube, wir gewinnen hier so oder so safe. 4, 7, 10, 13. Ja, gewonnen. Mal gucken, was passiert. Nicht so legendär. Habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Euer Geist gehört euch allein. Verschließt euch dem Ruf des Lichtkönigs. Wir müssen widerstehen. Das war's jetzt. Das Ding gewonnen. Ja, Haken daran, ne? Gib ein Pack. Ja, vielen Dank dafür. Oh nee, es gibt. Ach, dafür gibt's schon den. Dafür gibt's schon den Helden, den Save einmal gibt. Gul'dan. Beschwört alle befreundeten Dämonen, die in diesem Spiel gestorben sind. Ich hätte mir tatsächlich lieber den Schamanen gewünscht, muss ich gestehen. Nutzt eure neue Erlangung der Macht, um den Lichtkönig zu bezwingen oder andere Spieler. Ja, okay. Vielen Dank trotzdem. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen ein Pack, aber okay. Ja, Prolog ist durch und wir sind im ersten, in der ersten Zitadelle, im ersten Flur, wollte ich beinahe sagen. Vorsicht, die Diener des Lichts können schwieriger sein als bisherige Gegner. Besuch die Eiskronen-Zitadelle. Eine Ansammlung meiner furchterregendsten Diener. Geschaffen mit ein wenig Staub und ganz viel Hass. Die
Dieses grauenerregende Knochenungetüm habe ich aus den zerschmetterten Überresten meiner doppelten Karten geschaffen. Besiegt den Todesfänger im Eisrund um euren Drachenfelsung. Stellt das volle Leben eures Helden wieder her. Okay. Den gucken wir uns aber in der nächsten YouTube-Folge an. An die YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken uns das nächste Mal den Lord an und gucken mal, ich habe schon eine Vorahnung, was wir für ein Deck erstellen müssen. Sage vielen Dank, bis zur nächsten Folge und tschüss.